So. Boah. Das war garstig. Zwei Hände dabei und normalen Helm. Du nix. Uffala. Ja, Gegner, die... Ah, wir hätten noch Haste sprechen können. Dann wäre die schneller gestorben. Aber gut, kann man nicht wissen. Ich werde jetzt erstmal kurz Zeit raffern, um alle wieder hochzuheilen und wieder genug Sprüche zu haben. Bis gleich. So, dann schauen wir doch mal weiter. Das hier war wohl so eine Art Trainingshalle mit ganz schön schweren Gewichten. Aber keiner der Gegenstände, den wir brauchen, scheint hier zu sein. Also, wir holen vor. Und schauen wir da bei dem Türbogen nach Fallen. Der Rest verpieselt sich dahin. Bist du ein Gemälde oder bist du eine Falle? Oder beides? So, ja, das wird eine Weile dauern, bis wir hier einmal durch sind. Vor allem bei dem Tempo, wo wir durchgehen können. Wir müssen ja an jeder Ecke eine Falle erwarten. So, stehen bleiben, suchen, nachrücken. Einer fehlt. Du fehlst. Da hinten. Vorrücken, eine Falle suchen. Warten. Oh. Ganz normales Skelett. Na komm. Bisher keine Falle, das heißt, wir können schon mal rein. Was haben wir denn hier? Wir haben einmal eine... Die Schreibtischschublade ist durch einen einbruchssicheren, seltsam aussehenden Schloss verschlossen. Ihr werdet wohl den Schlüssel suchen müssen. Hm. Das probieren wir doch lieber selber mal aus. Ja, geht nicht. Na gut. Und hier haben wir noch eine Kiste. Da geht es auch weiter. Aha. Gut. Zauber. Können gleich zu Döner hier. Die Schmucksachen können wir alle weg. So. Was war da noch? Magische Pfeile, magische Bolzen. Und was ist das? Sieht aus wie ein Plattenpanzer. Wie ein schicker Plattenpanzer. Döner hier. Plattenpanzer plus 3. Die praktische Verteidigung. Rüstungsklasse 0. Also ist die besser als ein Ankickpanzer. Hm. Kann nicht benutzt werden, weil er einen plus 1 Ring hat. Ja. Oh. Kann nicht benutzt werden, ja. Ah, wie viel hat der? Der hat da 1, ne? Ja. Und du hast auch 1. Na gut, der kann der Ankickpanzer verkauft werden. Zweihandschwert wird auch plus 1 Schwert sein, hm? Zweihändiges Schwert plus 1. So. Das kriegt jetzt Minsk. Obwohl, warte mal. Ist okay. Minsk bekommt jetzt ein Zweihandschwert wieder. Dann kann er nämlich auch eine Armbrust benutzen. Falls wir mal in einen Kampf kommen, wo wir im Nahkampf nicht viel ausrichten können. Diese Hand kann er erstmal behalten. Er kann ja genug tragen. Und war da noch was? Nö. Die Pfeile sehen komisch aus. Kann sie jetzt aber so nicht identifizieren. Schwachsinn kann sie nicht lernen. Verwirrung auch nicht. Das ist ärgerlich. Weil die hören sich nach Level 4 Sprüchen an. So, du schaust dich weiter um. Was haben wir hier? Eine Kommode. Eine Falle. Falle entschärft. Schön, schön.
Die Geschichte von Dabras. Nö, danke. Weintrauben. Die werden für den einen Zwergen sein. Und eine Schleuder plus 1. Wer hat noch keine magische Schleuder? Du. Und Steine plus 2 hinterher. Da. So. Ja, doch, hier unten lohnt sich das schon richtig mit den magischen Gegenständen. Solange man nicht versteinert wird oder getötet oder sonst wie aufgehalten wird. Schleim. Alle Mann rauf da. Du guckst so lange da lang. Oh, was ist das da? Haufen Schatz? Haufen Goldmünzen? Yes. Ganz viele Goldmünzen. So, aber Untote. Du erstmal weg. Und nun, die kämpfen immer noch gegen den Schleim. Oh, da ist noch einer. Na gut, dann. Nee, nee. Ihr drei bleibt auf dem. Du. Flammendingsbums den da. Du kreist den so an und du. Sind das wie diese bösartigen Skelette? Oh. Oh, 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 oh. Du versuchst nochmal den festzuhalten. Hat nicht geklappt. Okay, Dünner hier, lauf, 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 lauf. Kommt schon, mach den Schleim da oben kaputt. Nee, nicht verlangsamen lassen. So. Du das, du. Machst gleich Haste. Du schießt zu lange auf den, okay. Und ihr drei helft jetzt hier unten aus. So. Du wechselst deine Keule, auch wenn das nicht viel helfen wird. Nee, du läufst weg. Und jetzt kannst du Haste zaubern. Okay, verlangsamt und Haste drauf. Scheint sich nicht zu negieren. Komm, 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 stirb schnell. Kann schon mal ein bisschen heilen. Heil dich. Du machst einfach Oh, nee. Du heilst Minsk. Und du heilst nochmal Minsk. Und du heilst Dünner hier. Level up. Oh, schön. Komm, bring den schnell um. Du kannst wieder auf deine Schleuder umsteigen. So. Wieder ein magisches Schwert plus 1, also 2 an Schwert. Aber gucken wir doch mal. Karlet, Stufe 7. 91 Lebenspunkte. Mehr als er. Bei ihm fehlen jetzt noch 6000 Erfahrungspunkte. Das müsste doch zu machen sein. Also 6000 mal 6, 36.000. Ja, trotzdem. Das dürfte nicht allzu lange dauern, wenn wir hier in dem Tempo weitermachen. Aber wir hatten hier gerade einen Raum voller Schätze. Der wird dann wahrscheinlich auch voller Fallen sein. Bis hier konntest du schon mal gehen, ne? Also bleib jetzt da stehen und warte. Du. Ja, da höre ich doch das Wusch von einer entdeckten Falle. Oh, neben der Tür. Heil nochmal Dünner hier. Du heil nochmal dich. Und immerhin hat sonst keine Falle bisher gefunden. Dann sammeln wir doch mal Münzen ein. Ein Schlüssel. Ganz viel Schmuck. Oh, na gut. Alle Mann rein da. Wir brauchen mehr Rucksäcke. So, das Schild geht zu Dünner hier. Die Kugeln gehen zu Shahira. Die Pfeile wissen wir eigentlich, welche das sind. Ja, beißende Pfeile, die können wieder dahin. Das Schild ist ein. Schild plus 1 kann zu ihm. Das haben wir keinen Spruch mehr über. Hm. Na gut, Schlüssel kannst du Girogon. Das kannst du das lernen? Auch nicht. Ah, das ist schon ärgerlich, dass sie eine Spezialisierung hat als Magierin und keine allgemeine Magierin ist. Aber kann man sich nicht aussuchen. So.
Das müssen wir nicht behalten. Das geht zu ihm. Oh, wir sind schon so überfüllt. So. Und im Moment guck mal nach, was da noch ist. Bolzen, Bolzen, Tränke, Schmuck. Bolzen. Nee. Bolzen. Oh, müssen gute Bolzen sein, wenn sie das nächste auf Anhieb entdecken kann. Die nicht, die Pfeile nicht. Die Bolzen plus 1. So. Dann geben wir jetzt die Armbrust mal in Minsk. Passt eher zu ihm als zu Kirogan. So. Schmuck können wir einfach auf alle Charaktere verteilen. Und ja, dann weiter plündern. Und der große Haufen hat glitzerndes Beljuiril-Edelstein. Ah, einer der Zwerge wollte was Glitzerndes haben. Das wird dann wohl das da sein. Noch ein bisschen magische Munition. Ein bisschen viel magische Munition. Feuerpfeile sind da. Eispfeile sind da. Säurepfeile sind da. Und Vorpfeil plus 1 können verkauft werden. Schön, dass Imrin schon so viel selbstständig entdecken kann. Sparen wir eine Menge Zeit durch Identifikationszauber. So, das ist ein normaler Bogen, der kann weg. Kugel plus 1 können zu Dünner hier. Und Pfeile des Zauberbohrs, die sind praktisch. Also, habe ich mir jetzt nachträglich in einem Forum sagen lassen, dass die praktisch sind. Weil damit kann man auch auf seine eigenen Leute schießen. Wenn die Zauber bezaubert sind. Dann werden die kurz gepikst und alles ist wieder gut. Wie beim Arzt. So, speichern und guck doch mal, was das für eine Tür ist. Die führt... irgendwo hin. Schauen wir nach Fallen. Da geht's nicht weiter. Und da müsste es eigentlich wieder zum Hauptraum gehen, ne? Oh, Falle. Da auch? Ne. Oh, das könnte die Maschine sein, die die Weinpresse betreibt. Dann brauchen wir wahrscheinlich eine Flasche und die Weintrauben und dann können wir daraus einen frischen Wein machen. Auch wenn das bestimmt ziemlich eklig schmeckt. Naja, eigentlich schmeckt es nach Traubensaft, wenn es nicht gegoren ist, aber na gut. So, du solltest eigentlich nach Fallen suchen und nicht dich verstecken. Und der Rest kommt mal mit und geht da rein. Bisher ist hier nichts zum Klicken. Falle zugeschnappt, Shahira. Da. Die Bedientafel für diese seltsame Maschine. Der Schalter scheint abgebrochen zu sein. Okay, also wir müssen jetzt einen Schalter finden, um die Bedientafel zu aktivieren, die Maschine aktiviert, mit der man die Weinpresse aktivieren kann, mit der wir die Weintrauben zu Wein verarbeiten können, um die ins Werk zu geben, um dann weiter nach unten zu kommen. Schön, das hätten wir auch geklärt. Gehen wir mal da lang. Immerhin da lang und zu nach Fallen. Shahira hat ja vorhin irgendwas ausgelöst, wovon wir nicht wissen, was es ist. Was auch sehr beunruhigend ist. Guck noch mal ein bisschen weiter nach Fallen, nur für den Fall. Na gut. Ah, was ist das? Noch eine Küche. Das ist jetzt Küche Nummer 3 oder 4? Naja, es sind Zwerge, ne? Essen, Trinken und so gehört alles mit dazu. So, da. Was machen wir jetzt? Ich denke mal sterben. Nee, das war aber knapp. Sie heilen. Niemanden heilen. Nein, auf keinen Fall weglaufen. Sonst trittst du noch irgendwo rein. Ja, also ich zeitraffer erstmal und versuche die Gruppe hier hoch zu heilen, die noch leicht vor sich hinkokelt. Bis gleich.